So, nach dem wunderbaren Theaterstück, das wir jetzt gerade erlebt hatten, gehen wir jetzt zum Gasthaus und ja, werden uns dort etwas ausruhen. Das ist Teil der Hauptstory und ich laufe schon wieder dran vorbei. Da ist es. Delin, sieht er aus wie ein Verwandter von Spock? Hallo Bantam, lang nicht gesehen. Die heutige Übernachtung geht aufs Haus, also ruht euch mal so richtig aus. Übernachten? Ja. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Sehr freundlich. Wir hatten ja bereits schon dort genächtigt und sind ein paar Stufen aufgestiegen. Oh. いっとくが同窓会をしたくて来たわけじゃねえぜ。天の聖杯ならもう旅立ったよ。同じ根を持つ者よ。ふっ、抜け抜けと。随分と体の具合が悪いようですね。この町にはいい医者の力を持ったブレイドもいないようだ。 僕とカムイなら、その体に滞ったエーテルの流れを正常に戻せる。あなたの命を流れさせることができるんです。無粋な取引だと思われたくありませんが、あなたにとって悪い話ではないはずです。僕たちにちょっとだけ力を貸してください。そうすれば、 Er bleibt standhaft, guter Mann. Er bleibt standhaft, guter Mann. 残念です。 Netter Brieföffner, den er da liegen hat. どうした? 出てきてください。 先ほどの話聞いていたのでしょ? あなたが来るところじゃない。連れないな。俺にだってここに来る権利はある。昔話をしに来たわけではなさそうね。ふっ。命のところのガキを預かっている。お前が目覚めた場所まで来い。覚えているよな。もちろん一人で。 Oh nein, hoffentlich geht sie nicht weg. Ohne Pure ist mein Leben einsam und traurig. Sie ist weg. Nein, sie sitzt nicht im Pott. お前たちが帰った後、メツともう一人の男がわしのところに。メツだって。もう一人って誰？名は知らん。赤い眼鏡をした男だ。義経か。でも何が目的であいつらイオンを。まさか
ホムラ、もしかしてイオンのことを知っていたんじゃ。ありえる話だ。あの二人ならば。だっかやろ。一人で助けに行ったのか。でもどこに。火鬼とかは。ない。あったら気がつくよ。場所はわかる。おそらくはカラムの遺跡。カラムの遺跡？500年前、英雄アデルが率いた帝国軍決起の地。天の聖杯が目覚めた場所だ。 Okay, da werden wir wohl eine andere Klinge ausrüsten müssen. Was ich interessant fand. Und da werde ich noch ein bisschen öfters lauschen. Deswegen höre ich auch gerne die japanischen Originals. Die sagen nein, sie sagen nicht Ie. Also manche sagen so Ie oder Ie. Und auch andere Phrasen, die verneinen. Aber sie, ich meinte auch, das ein paar Mal gehört zu haben, dass sie nein sagen. Und das ist gar nicht Zufall, dass es wie Deutsch klingt. Denn so wie wir im Deutschen auch so stellenweise die Sprache verdenglischen, im Englischen, mit englischen Wörtern füllen, ist das auch zum Beispiel in Korea zum Beispiel sehr beliebt. In Korea gibt es viele deutsche Wörter, die nutzen viele deutsche Wörter, also mehr als man vermuten würde. Und ich bin mir sicher, dass es in Japan so nach und nach so einige Wörter gibt, die sie auch entsprechend nutzen. So, ich behalte die Truppe so bei, auch wenn er ein starker Kerl ist. Ja doch, die behalten wir so. Ich mag Tower. Bleib da. Okay, ich muss jetzt meine Klingen ausrüsten. So, Tower und... vermutlich Perun. Das ist mitunter eine der seltensten Klingen. Ich checke aber ganz kurz mal, nur zumindest wie viele Kristalle ich habe. Oh, einen seltener noch. Ja, den seltenen hebe ich mir noch auf. Ich nehme aber Peru mit. Die seltenen hebe ich mir jetzt auf, bis ich den dritten Slot freigeschaltet bekomme. Ich denke, das wird nicht mehr lange dauern. Eile über die große Treppe beim Seewindpalast in Fonsamima zu den Ruinen von Aletro. 437. So. Also die Geschichten, finde ich, sind sehr, sehr spannend. Es gibt hier wirklich interessante Ereignisse. Hier passiert einiges. Auch vieles Unvorhergesehenes, finde ich. Was bist du denn für ein wunderschönes Wesen? Ein dreifüchsiger Schwanz. Ein dreischwänziger Fuchs. Ja, Füchse in der japanischen Kultur... mit einem sehr mythischen Touch versehen. Es gibt da einige Legenden und Geschichten rund um Füchse. Schade, wir können die Truhe noch nicht öffnen. Gibt es hier vielleicht noch mehr Loot? Mehr Loot. Nee. Okay. Schwimmen wir mal zurück. Und gehen noch weiter hoch über die große Treppe. Olivio. Auf Fischen habe ich auch keine Lust mehr. Mir gehen echt die Ideen aus, was ich noch machen könnte.
Nun? Ja, ich bin aus dem Torika-Gästchen. Da hat man kein Gold für Spielsachen, also muss ich mir anders die Zeit verreiben. Am liebsten gehe ich ans Mimoma-Theater. Das erreicht ihr, wenn ihr den Treppen immer weiter nach oben folgt. Kinder dürfen da einmal pro Monat kostenlos rein. Einmal pro Monat ist allerdings nicht gerade viel. Können ihr nicht zwei- oder dreimal draus machen? Und jetzt schon so kultiviert in so jungen Jahren. Löblich, löblich. Aldo mal Buchhandlung. Da müssen wir natürlich erstmal gucken, was der für Schinken hat. Die Alrestogonie. Selosia, die Nachfolge. Kaufe ich allein nur schon deswegen, weil es Bücher sind. Und das erinnert mich daran, netterweise, dass ich die Taschen noch füllen muss. Oder mal gucken muss, ob die Buffs noch aktiv sind. Flotte Nachtische. Ich schaue jetzt immer weiter hoch, immer weiter hoch, immer weiter hoch. Das ist natürlich mies, dass sie das Mädchen da so manipuliert haben. Manipulieren ist immer mies. Ah, wunderbar. Ich kann mich überhaupt nicht satt sehen. Diese Farben, dieser Kontrast, diese Komposition, die sie ja geschaffen haben. Diese Farben der Steine, dieser Höhle. Und dann aber dieser ganz starke Kontrast zu diesen herbstlaubartigen Bäumen, die aber auch fast schon zu fluoreszieren scheinen. Einfach der Hammer. Uraianisches Söldnerlager. So. Lütaschen. Na, hat es noch aktiv? Nie, ja nicht. Gruppenleistenanstieg plus 8%. Es geht eigentlich relativ schnell, finde ich, mittlerweile. Pudisalat. So, toller. Klingentechniken, 14% effektiver. Spezialauflage 0,3 Sekunden, geben wir dir. Und wir geben Tora auch gleich 2 Boss. Dann geben wir Tora noch den Gruppenleistenanstieg. So. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Seewindpalast. Ja. Große Treppe beim Seewindpalast. Einfach nur geil, Leute. Schaut euch das an. Und dadurch, dass dieses Wasser links und rechts runterfließt, finde ich, hat es ein bisschen den Effekt, als wäre es eine Rolltreppe. Obwohl es keine ist. Ich muss ganz kurz davor. Ich muss die Aussicht da sehen. Ah ja, und von ihr aus könnten wir dann auch ganz runter. Ab und zu muss man so ein bisschen, finde ich, auch so die Details, den Details Tribut zollen. Also mir geht das so, dass ich manchmal oder oftmals so in der Zockroutine vergesse, worum es beim Spielen auch geht. Nämlich auch um die Welt und sich das anzuschauen, das zu genießen und nicht nur irgendwie Progress, Progress, Progress weiterkommen und durchspielen, sondern auch so das Ganze zu genießen. Und gerade in Xenoblade Chronicles 2 fällt mir das überhaupt nicht schwer. ゲスだってさ。
喉元にそう。 その目、君だ。大丈夫。ホムラが一人で戦ってるんだ。でも近い。すぐそこだ。 おやおや、どっちがゲスなんだか。まだその目をするか。どこから来るんだその自信は。一人でも使えるってか。あの力を。私は使わない。あなたにも使わせない。ドライバーなしでよくやりますね。ふん。俺の力を忘れたか。 今のお前じゃ俺は倒せんぞ。なら俺がぶっ倒してやるよ。小僧。レックス。みんな。バジャムさん、イオンを。おう。こいつらは俺たちが引き受ける。おうや。ほらほら。Da freue ich mich drauf. Das sind beides wirklich miese, miese Säcke. Das wird spannend. Und den Kampf, den sehen wir in der nächsten Episode. Cliffhanger! Hasst mich dafür oder liebt mich. Bis zum nächsten Mal.